kaufen? Bitte. Dann stelle ich das hoch, Digga. Der Killer 300 kauft Battlefield. Ich werde die Kassierer und so anschreien und sagen: Ah! Ja, ihr wisst, was hier passieren wird! Ich werde dich gar nicht mehr auf den Markt lassen, Alter. Ich werde gleich die Cops holen, Alter. Jetzt zurück da mit dem Spiel an! Er meint, er ist der Killer! Oh nein! Holt ihn euch! Du laberst so viel Scheiße, das ist ja echt nicht auszuhalten, Alter. Ey, das wäre so übel witzig, wenn ich das Video mache, Digga, und ich da alle anschreie, Digga. Das wäre so witzig. Stell dir jetzt mal vor, du siehst das dann auf YouTube, Digga, wie ich im Mediamarkt am Durchdrehen bin, Digga, und die Cops kommen und mich zusammenprügeln und mitnehmen, Digga. Du würdest bestimmt... Ey, was sagst du am Telefon? Was sagst du am Telefon? Ja, Regina, die Hure, gib mir mein Spiel, Digga, sonst töte ich dich. Regina, du alte Hure, gib mir das Spiel, Digga. Das ist übel witzig, Digga. Oh mein Gott, wie ich morgen um 10 Uhr beim Mediamarkt auf der Matte stehe und da rumschreien werde, Alter. Anton, was mache ich jetzt, Mann? Teuer Magel, hättest du das nicht früher sagen können? Hätte ich mir noch irgendein Oh mein Gott, ich habe oben noch eine Pulle Wodka stehen. Oh ja. Ah, Wodka macht mich müde, oder? Ich brauche irgendwas, was mich müde macht. Ja klar, nach der Flasche schon, Mann. Ah, nach der Flasche, ja toll, da sitze ich mit einer Alkoholvergiftung da, Digga. Na, alles cool. Boah, Alter. Digga, und vor allem ist es auch noch so eine riesige 1-Liter Flasche mit 40%. Na, rein damit, Mann. Gleich, Digga, wenn du die trinkst, bist du tot, Junge. Ach, du bist auch tot, Mann. Ist so, wenn du die trinkst, bist du ein Arsch, Mann. Hey, die einen haben hier ins Forum geschrieben, dass ihr Server sogar schon am Start ist. Dann, ey du Knecht, drück Battlefield raus, Alter, ich komm gleich vorbei, Alter. Hey, das ist ein Lager, holt raus aus dem Lager. Gleich, ja, hol, Alter. Ja, was mach ich denn, ey, Ward? Ich will jetzt das auch nicht morgen spielen und du weinst mir dann hier die ganze Zeit die Ohren voll im Team. Ich hol's dann morgen auf, Mann. Ja, aber wie, du kannst ja nicht mehr stornieren und hast das Game zweimal, Digga. Ich kann's da zurückschicken unverpackt, Mann, was geht denn ab, Mann? Ja, stimmt, Digga. Ja, boah, dann ist natürlich geil, Digga. Bauer im Mediamarkt und holt sich das Game auf. Ja, den Bauer, wo noch davor so die Kühe angebunden sind. Oh, und so, weißt du? Ja, lustig, Digga. Und drinnen sitzen so die Leute mit Strohhut auf, Digga, und so Zahnlücken und so. Die alte Kutsche. Auf seinem Heuwagen. Seilkutsche, ja. So in der Scheune wird alles verkauft und so, oben drüber wird so mit Graffiti so rangesprayt Mediamarkt. Nein, da hält ein Penner den ganzen Tag ein Schild, da steht Mediamarkt drauf. Verkauft vor sich, das alles wirklich an Spielen drin, die er geklaut hat irgendwo, ne? So ein Korb. Den alten Korb. Dann sagst du BadCompany und sagt er, ja, warte, dann sucht er dir das raus aus deinem Korb, Digga. Dann sagst du BadCompany. Ja, warte. Hab ich da, wie auf dem Haus sitzt, ja. Hab ich da, muss ich nochmal kurz suchen. Hab ich da. Boah, scheiße, Mann, was mache ich jetzt, Alter? Ich muss irgendwelche Drogen zu mir nehmen, damit ich schläfrig werde. Du bist so ein Opfer, Alter, echt. Also wie ich das kenne, Digga, und die ganzen Tage, ich kenne den Hund, stehen mit einer Stunde mit deinem Pennen, Alter. Ja, ich hau jetzt erstmal Poker an, ich muss eine Runde pokern auf das, Alter. Kello, du wirst gar nicht schlafen können, du wirst im Bett liegen ganz aufgeregt und so, ich will Backup für dich spielen! Ja, wie so ein kleines Kind zu deinem 7. Geburtstag, Alter, was ein Fahrrad bekommt, Alter. Ich war schon im Überlegen, so die Tage, so am Montag, da Sonntag war ich schon im Überlegen, aber ich einfach mal jeden Tag nach Mediamarkt gehe, weißt du, und einfach guck so, hey, was ist hier los und so, kann ich vielleicht Battlefield schon mitnehmen, habt ihr das da so? Und dann habe ich mich doch entschlossen, nein, weil ich keine Lust habe, irgendwie zum Mediamarkt zu gehen. Verdammt, so ein Fehler, ich hätte es doch machen müssen. Einfach jeden Tag nach Mediamarkt rennen und sagen, hey, habt ihr das Spiel schon da? Hey, habt ihr das Spiel schon da? Hey, habt ihr das Spiel schon da? Du kommst immer, alle 5 Minuten kommst du wieder zum Verkäufer und sagst, hey, habt ihr das Spiel schon da? Und der, nein, Mann, hab ich doch gerade schon gesagt, Digga, kommst du 5 Minuten wieder, hey, habt ihr das Spiel schon da? Also übel, ich muss einfach nur reinkommen, haben Sie ein bisschen Kleingeld da? Ich bin doch kein Kleingeld, ich bin BadCompany Fly, Mann. Alter Penner. Was soll ich denn mit Kleingeld? Kleingeld hab ich genug. Als Hartgeldhure verdient man so einiges, ne, Wallet? Ja, oh ja, so wie Killer, kannst du dir einen Rechner von leisten, Alter. Nee, ich bin die Hartgeldhuren-Zuhälter, Digga, der bin ich, Digga. Du bist meine Hartgeldhure, Digga. Deine Aufgucker, dann wird doch nicht mehr haben. Deine Aufgucker. Dein Arsch wird auch nein. Dreh bis noch eine Ecke vorher dran, Alter. Weißt du? Nein, wie du das denn? Du bist ja gerade so dreckig lachst hier, Digga. Ja, und lass mich doch. Du ich auch, Mann, du crappy, Mann. Nein, du warst am Arsch der Welt, hab ich keinen Bock hinzufahren, Alter. Fick dich. Nimm dir doch ein Taxi. Ja, wenn du zweimal scheiß Taxi. Ja, nimm dir ein Taxi. Geh ich ein Carrera-Taxi, ne? Ich brauch ein Carrera-Taxi, Digga. Ja, zu Taggery, Digga. Dunkel, da. Taggery kommt das nächste, Digga. Er muss zu mir kommen, damit ich ihn verprügeln. Und dann darf er wieder nach Hause fahren. Aber mit dem Krankenwagen. Ja. Oder mit dem Rettungshelikopter. Einfach meine. Ja, immer gerne. Und ich will hoffen, dass das wirklich stimmt, Digga.
Sonst hast du mit Rosinen gehandelt, Alter. Mit Rosinen handelt, Alter. So, Alter, das ist wie mit Rosinen gehandelt hat, Alter. Kennst du das Sprichwort nicht, oder? Ja, ich kenn's, Mann. Deswegen hab ich grad gelacht, Mann. Das ist so ein Gay-Wort benutzt, Alter. Was? Die alte Rosine, oder was?